Und jetzt geht es mit Pale Dusk weiter. War das nicht die Band, die wir das erste Mal bei Nico mit, also gecheckt haben? Die so komplett verrückte Mucke machen, wo man denkt, so, was passiert da? Das waren die. Oh Gott, die haben einen neuen Song rausgebracht, also vor 6 Tagen. Okay. Ich bin gespannt. Verrückt. Was passiert hier? Aber geiler Flow. Autotune sein Vater, ja, aber ich muss sagen, das habe ich ja auch schon mal gesagt. So, ich bin an sich Fan von Autotune, wenn es gut genutzt wird. Wenn jetzt jemand wirklich so Autotune nutzt, wie halt diese ganzen neuen Rapper, es ist zu 99% Schrott. Aber so halt so ein bisschen Autotune, wie zum Beispiel so bei Sim, ne? Genau, wo du es ja auch schreibst wie Sim. Oder auch bei Cher. Auch Cher braucht das nicht, aber trotzdem klingt es einfach gut. Und ich finde, bei ihm war das nämlich genauso. Das war halt, der nutzt das halt nicht, um zu zeigen, dass er nicht singen kann, sondern der nimmt das so an, so ein bisschen als einfach so eine Untermalung, so von wegen, dass es einfach harmonischer klingt. Und das finde ich halt einfach gut. Und das ist halt für mich diese Kunst, mit Autotune umzugehen. Und ich bin jetzt auch immer noch so ein bisschen so, ich höre mir diesen Song an und ich denke mir die ganze Zeit so, was? Was für ein Genre ist das? In was für ein Genre soll man diese Band einfügen? Ist es experimental oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, ich finde es einfach cool, weil es halt einfach so viele Variationen hat. Also sie haben so viele Variationen und da passieren halt ständig irgendwelche Sachen, die man einfach nicht erwartet hat. Aber ich feiere es. Ich feiere es wirklich. Das ist wie Free Jazz, ja. Das gucken nämlich alle so an.
What? Was war das denn jetzt bitte für ein Übergang? Also, der war ja komplett random. Ey, es passieren hier so viele Dinge, ich bin überfordert. Mein Kopf ist so überfordert, der verarbeitet das nicht so schnell, was da alles passiert. Aber ich stell mir das tatsächlich live richtig geil vor, wie dann wirklich die ganze Crowd da so voll am Mitjumpen ist, alle dieses Ba-da-ba-ba-ba-da mitsingen. Ich glaube, wirklich eine Show von denen ist einfach was Besonderes. Und die ganze diese Rhythmuswechsel und so, was passiert hier? Okay. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt gerade noch dabei, das alles zu verarbeiten, was da gerade passiert ist. Ich finde das so geil bei denen einfach. So, die spielen einfach gefühlt das, worauf die Bock haben, und es macht einfach alles musikalisch Sinn. Ich finde es nur immer so ein bisschen amüsant. So, du bist am Mitwippen, weil du so den Rhythmus gefunden hast. 2 Sekunden später ist es einfach komplett was anderes und du denkst dir nur so, was? Was soll ich hier machen? Aber wirklich, ich finde es richtig cool. Ich finde, weil das ist halt auch so eine Kunst und das finde ich halt einfach so genial an dieser Band. Die machen halt etwas, was nicht jeder macht. Gehen wir mal so zum Deathcore. Wie viele Bands gibt es, die beispielsweise wie Lorna Shore klingen? Viele. Und so bei Pale Dusk, nennt mir mal 3 Bands, wo ihr sagen würdet, die klingen genauso. Hast du nicht. Also das ist halt wirklich einfach das Geniale an dieser Band. Und das ist wieder das, was ich sage. Asiaten haben einfach Talent für gute Musik.